Fokussiert wird in dieser umfangreichen Präsentation das Neue. Neue Bewegungen, zukunftsweisende Ausrichtungen und somit auch neuerer der Kunst. Und da spielt die Abstraktion eine ganz wesentliche Rolle für Österreich. Mit der Abstraktion grenzt man sich von dem Vorangegangenen ab, von dem nationalsozialistischen Dogma der Ästhetik, der Gegenständlichkeit. Und es gelingt auch, innerhalb dieser abstrakten Positionen, innerhalb kürzester Zeit in die Mitte der internationalen Avantgarden einzudringen. Die Abstraktion umfasst verschiedenste Möglichkeiten. Man kann von der menschlichen Figur ausgehen, wie zum Beispiel Josef Mickl, oder man kann von der Natur ausgehen, wie im Fall von Wolfgang Holleger, oder auch ganz im abstrakten Bereich in der Reduktion bleiben, wie das im Fall von Arnulf Rainer zu sehen ist. Bei Maria Lasnik war natürlich die große Innovation, dass sie mit ihren Körperbewusstseinsbildern eine völlig neue Tür für die Malerei geöffnet hat. Und heute repräsentiert ihre Arbeit einen ganz wesentlichen Aspekt innerhalb der internationalen Avantgarde nach 1945. Nachdem Arnulf Rainer zunächst eher in der surrealistischen Bereich des Art Clubs einzureihen war, hat er sich dann aber wiederum in einem nächsten Schritt oder in nächsten Schritten auch weiterentwickelt und über seine Fotografien von seinem eigenen grimassierenden Gesicht in die Nähe der Wiener Aktionisten durch diese sehr emotionale Bearbeitung der Fotografie bewegt. Aber bei Rainer ist doch das eher traditionelle Tafelbild als Ergebnis des künstlerischen Prozesses geblieben, wohingegen sich die Wiener Aktionisten dann in den Raum und in die Performance begeben haben.